Die Organisation hat ihren Sitz in Magdeburg. Und da es der 50. Kampf von Timo Hoffmann ist, hat man ihm aus diesem Anlass einen Ehrengürtel bereits verliehen. Ob er sich hier gewinnt oder verliert, einen Gürtel hat er auf jeden Fall. Aber es geht jetzt um einen zweiten, um den WBCA-Weltmeistergürtel im Schwergewicht. Das ist, wenn man so will, ein Lokal-Derby oder wenn Sie es englisch aussprechen wollen, Lokal-Derby. Die Stadt heißt Derby, nicht Derby, das ist definitiv falsch. Wird aber immer wieder behauptet. Guter Auftakt hier. Für beide ist es ein Kampf, der richtungsbestimmt ist. Das heißt, für Timo Hoffmann wäre es das aus. Und offen gestanden auch für Steffen Kretschmann nicht sehr viel mehr als das aus, wenn sie verlieren. Ein Sieg könnte noch mal ein bisschen Kasse, ein bisschen Geld in die Kasse spülen. Der jüngere Kretschmann offensichtlich einigen Vorteilen der Jugend ausgestattet. Timo Hoffmann hingegen mit Vorteilen aus seiner Erfahrung. Er ist auch der physisch etwas imposantere, er ist größer, hat Reichweitenvorteile. Er ist auch von Uwe Schuster richtig eingestellt worden. Aber Uwe Schuster hat in seiner pfiffigen Art natürlich gleich wieder ein kleines Bonmot zum Besten gegeben. Er sagt, na, falls er wirklich verliert, ich habe ihn heute nur für die EFA trainiert, für die Europameisterschaft der EFA. Oh, der hat gesessen. Und nicht für eine Weltmeisterschaft, aber wir werden am Schluss sehen, wie die Dinge hier liegen. Oder wer liegt, beziehungsweise wie es steht. Der Punktestand. Aber bisher hat Kretsche leichte Vorteile in dieser Eröffnungsrunde. Der Titel ist ja vakant, also es hat keiner hier irgendwelche Meisterboni oder Heimvorteile. Denn so richtig aus Halle ist Steffen Kretschmann auch. Er kommt aus Köthen. Ja, den Gong hat auch keiner gehört. Aber wie gesagt, du musst aufpassen, dass du dich nicht öffnest. Du musst Wasser zubleiben. Gib mir mal Wasser rein. Hier, gib mir mal Wasser. Du musst zubleiben. Hast du mehr? Nicht das Einstürzen. Du musst die Distanz erarbeiten. Langsam rein mit der Führung. Ja. Und da muss die rechte Blitzschnur rauskommen. Okay, aber die Distanz arbeiten. Ja, die besseren Treffer hat in der Tat Kretsch gelandet. Seconds out. Die beiden Kämpfe, die er verloren hat, das waren Kämpfe gegen denselben Mann, gegen Dennis Bachtow. Wenn ich das richtig erinnere, ja. Runde 2. Der erste, das war eine TKO in der ersten Runde, hat er aufgegeben, weil er angenockt war. Beziehungsweise, er ist gestoppt worden, weil er angenockt war. Und dann hat er, nachdem er über 8 Runden nach Punkten geführt hat, in der 9. Runde aufgegeben, weil es einfach bei ihm kopfmäßig nicht mehr hingehaut hat.
Also sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht mal selber im Boxring gestanden hat. Gleich viel. Er will es nochmal wissen. Dennis Bachtov war der härtere Puncher, aber nicht der bessere Boxer. Ein bisschen mehr Herz oder ich weiß nicht, was, wie man das nennen will, hätte Kretsche den Rückkampf auch gewonnen. Kopfsache ist es auch in vielen Fällen bei Team Hoffmann gewesen. Er ist oft einfach zu lahm in seinem Herangehen gewesen. Bisher hat er hier heute einen doch recht lebhaften Kampf gebracht, aber wir sind noch ganz am Anfang. So ein Lokalderby hat auch seine Vorteile. Man zeigt ein bisschen mehr von dem, was man drauf hat. Der Einsatz ist höher. Kretsch muss die Distanz verkürzen, muss am Mann, Halbdistanz und am Mann arbeiten. Wenn er sich nur auf die Distanz einlässt, dann ist Team Hoffmann am längeren Hebel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er hat gute Reflexe und er ist ganz schnell, Kretsch. Das war ein Tiefschlag, aber auf dem Oberschenkel kein Thema. Gute Treffer von Hoffmann. Wieder der Gong. Ganz knapp zu hören. Die Runde würde ich Hoffmann geben. 1:1 nach Runden also. Hans-Jürgen Witte hier im Bild in der Ecke von Kretsch. Einer der guten, erfahrenen deutschen Trainer im Profi-Boxsport. Selber zu agieren ist ganz wichtig. Und die zwei dann immer wieder zum Körper. Ja? Seconds out. Ring frei, Runde 3. Er kennt das richtige Rezept und versucht Kretsch deutlich zu machen, dass er es umsetzen muss. Anwenden. Das war auf die Deckung. Ja, so lebhaft hat man Team Hoffmann lange nicht gesehen. Gute Treffer zum Körperverein, aber jetzt oben auch. Da kann schon ein bisschen was wegstecken, Timo, das wissen wir. Vor allen Dingen die Körpertreffer sind wichtig. Das macht den Gegner langsamer. Schöne Aktion von Team Hoffmann. Da muss ich bewegen, Kretsch. Schöner Schadstep. Zuerst, Steffen, zuerst!
Mitte links. Weiter. Schnell links. Die nächste. Komm, komm. Nicht rein. Die will nicht reinspringen. Die zwei Arme. Der erste Regentropfen ist gefallen. Und Kretsche wieder mit einer doch ganz guten Leistung hier in dieser dritten Runde. So hat also die dritte Runde. Wenn du reinspringen, wenn du reinspringen, ist scheiße, dann hörst du rein. Bleib du ruhig. Ja, der nimmt kein Blatt vom Mund, der gute Uwe Schuster. Bis jetzt hast du das Ding. So, wenn du mal Aktion kommst, wie du hin, oder also positiv denken tut auf jeden Fall. So, ansonsten musst du ganz einfach ruhig bleiben. Und nicht warten, die rechte nicht unangenehm. Nicht unangenehm, sondern bereite die Linie, die rechte Form dazu. Bau die Distanz auf und dann kommt die rechte. Bin schnell. Okay? Bau die da auf. 2 zu 1 nach unten, Sekunden mal Kretsche, soweit ich betroffen bin. Ich hoffe nur, die ganze Geschichte fällt nicht ins Wasser. Ringfrei, Runde 4. Die 4-5 Tropfen haben sich wieder darauf beschränkt, 4-5 Tropfen zu bleiben. Hoffen wir, es bleibt weiterhin so. Völlig richtig, was Kretsche macht. Er muss den Abstand verkürzen am Mann und dann wieder raus. Komm, komm, komm. Ja, sehr gut, Steffen. Ja. Kampf mit einem relativ hohen Tempo. Schöne Linke wieder von Kretschmann. Aber Hoffmann steckt das weg. Ist er durchgekommen, aber Kretschmann zeigt keine Wirkung. Ja, doch, doch, ein bisschen wackelt er. Jetzt muss er clinchen, was er auch tut. Gute Treffer von Hoffmann. Die letzten Sekunden dieser Runde. Schöne Körpertreffer
Aber die Runde geht klar zugunsten von Hoffmann. Bei mir steht 2-2 nach Runden. Er hat sich erwischen lassen, Kretschel. Deswegen ist ihm die Runde entglitten. Da hat er ihn zu viel einstecken müssen. Ja, das war der Fehler, den auch sein Trainer hat sich gerade kritisiert, dass er nicht vor seinem Gegner einfach stehen bleibt und alles einsteckt, mit Deckung nur hinhält, sondern er muss sich dann bewegen und weggehen oder clinchen, eins von beiden. Scheint aber keine besondere Wirkung da erzielt worden zu sein für Team Hoffmann. Abgesehen davon, dass er sich ziemlich ausgepowert hat oder auch ausgepowert, je nachdem, wie Sie es wollen. Ausgepowert ist viel schöner. Leichte Vorteile für Kretschel hier in der Eröffnungsphase dieser fünften Runde. Es geht natürlich über 12 Runden, diese Weltmeisterschaft. Unvorbereitete Schlaghand von Kretschel im Ziel. Die Zahl der Regentropfen vermehrt sich wieder. Ist alles kein Thema, solange die beiden weitermachen können im Ring. Der kann Ja, jetzt wird es doch intensiver mit dem Regenguss. Ich kann damit leben, ich kann ja schwimmen. Meine nicht lange Strecken. Aus dem Alter bin ich raus. Aber ich würde die nächsten 7 Runden schon noch durchhalten. So, jetzt haben wir alle Vorbereitungen getroffen, um die Flut zu überstehen. Alles ist unter Zellophan-Tüten verpackt hier. Die Monitore und dergleichen, meine ich. Und die beiden machen hier weiter. Jetzt hört man auch Ausrutscher. Ausrutscher. Jetzt hört man auch, oder hörte man,
Hat er nicht gesehen, der Ringrichter, dass das ein Ausrutscher war? Jetzt wird noch erstmal Sprechchöre Kretsche Kretsche. Vorher hat man immer Timo Timo gehört. Schon wieder Ausrutscher. Ja, die können doch nicht ständig hier den Ring trocken wischen, das ist natürlich Quatsch. Hans-Jürgen Witte, der Trainer von Kretschmann, sagte, es müsste abgebrochen werden. Er hat recht, es hat keinen Sinn, im Regen zu boxen, wenn der Ring pitschenass ist, weil dann nämlich die Gefahr der Verletzung zu groß ist. Und damit ist der Kampf vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie die Sache gewertet werden soll. Das dürfte die Sorge des neuen Verbandes sein. Liebe Zuschauer, es tut mir leid, dass wir den Kampf jetzt abbrechen müssen. Also ich glaube, es wäre noch ein spannender Kampf gewesen, aber hier... Du bist unser Sieger! Dankeschön, Dankeschön. Du bist unser Sieger. Unter diesen Bedingungen ist das hohe Sport auf den Vordergrund. Und ich sehe auch Steffen hier mit zu, dass wir einen Rückkampf einschalten.